Der Stab. Die Geschichte von Musa und Pharao. Vor langer Zeit lebte in Ägypten ein Volk, das Kinder Israels genannt wurde. Im Arabischen Bene Israel. Und mit dem Propheten Josef verwandt war, da es von seinem Vater Jakob abstammte. Dieses Volk besaß große Äcker. Dadurch wuchs seine Macht von Tag zu Tag. Der Pharao Ägyptens beobachtete diese Entwicklung mit großer Unzufriedenheit. Er befürchtete, dass die Machtzunahme dieses Volkes seine eigene Macht zu verlieren. Um dies zu verhindern, schüchterte der Pharao die Menschen ein. Er machte ihnen große Angst und befahl: Enteignet sie und nehmt ihnen ihr Hab und Gut weg. Macht sie zu meinen Dienern und Untertanen, zu meinen Sklaven. Er verbot ihnen sogar, Kinder zu bekommen und befahl, ihre Söhne umzubringen. Der böse Pharao wollte dieses Volk völlig ausrotten. Niemand konnte sich den schrecklichen Befehlen widersetzen. Denn der Pharao besaß ein großes Heer. Selbst die Frau des Pharaos, die gütig, barmherzig und sehr schön war, konnte ihren Mann von seinem furchtbaren Vorhaben nicht abbringen. Zu dieser Zeit kam ein kleiner Junge zur Welt, den seine Mutter Musa nannte. Die Mutter von Musa wusste natürlich von den Befehlen des Pharaos und machte sich große Sorgen. Je länger sie nach einem Ausweg suchte, umso größer wurde ihre Angst und Verzweiflung. Sie dachte: Jetzt werden die Soldaten des Pharaos kommen und meinen Sohn töten. Deshalb hielt sie die Geburt des Kindes geheim und versteckte es. Dies war aber auf Dauer keine Lösung, denn die Soldaten würden den Jungen bestimmt bald finden. Die Verzweiflung der Mutter wurde immer größer und sie weinte sehr. In dieser großen Ratlosigkeit kam ihr Allah, Subhanahu wa ta'ala, zur Hilfe und gab ihr den Rat, ihr Kind in einen Korb zu legen und diesen auf dem Nil auszusetzen. Und so tat sie es. So setzte sie den Korb auf den Fluss und vertraute auf Allah. Da sie jedoch wissen wollte, wohin es den Korb treiben würde, sagte sie zu ihrer Tochter, dass sie dem Korb unauffällig folgen solle. Das Mädchen tat dies mit großer Vorsicht, denn sie hatte auch große Angst um ihren kleinen Bruder. Der Korb mit dem Baby glitt geräuschlos und unauffällig den Fluss hinab. Nach einer Weile wurde der Korb an das Flussufer getrieben und blieb ganz nahe in der Nähe vom Palast des Pharao liegen. Da erschrak das Mädchen sehr. Sie besann sich jedoch wieder und rannte zu ihrer Mutter, um ihr alles zu erzählen. Die Mutter war sprachlos. Einerseits hatte sie große Angst um ihr Baby, aber andererseits vertraute sie auf Allah. Sie schickte das Mädchen abermals zum Korb, um zu beobachten, was weiter geschah.